irgendwas. Ja, ich weiß, ich erkunde jetzt hier gerade noch ein bisschen blöd, aber ich muss sein. Wofür ist das Trampolin gut? So. Da muss eine Chilischote hin. Ah, oh, das mit dem Ball wird wieder die Hölle werden, ne? Ich finde diese Abschlussaufgaben eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen. Ich frage es nur, ob mir das auch was bringt. Ich weiß nicht, ich bin jetzt komplett unorientiert. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, was ich machen muss. Und wie überhaupt. Ja. Dann brauche ich jetzt nicht in Luft zu sprengen, den Mixer. Beeil dich. Alle verlassen sich darauf, dass du den Kuchen besorgst. Halt die Klappe. Warum habe ich überhaupt Zeitlimit? Hat jemand Geburtstag oder was? Weißt du gar nicht mehr, wie ich überhaupt von wo nach wo komme. Also stress mich nicht. Ist wie ein Tag her, wo ich das gespielt habe. Klapp, 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 klapp. Aber immerhin die Küche scheint unbesetzt zu sein, ne? Okay, in dem Bereich muss ich gar nichts machen. Oh. Gucken wir mal, ne? Dankeschön. Ja gut, vielleicht ganz unbesetzt ist sie vielleicht nicht, aber... So, wir gucken dann erstmal, wie wir nach da hinten nochmal hinkommen. Ich kann auch nirgends hochklettern. Alle verlassen sich darauf, dass du den Kuchen besorgst. Schnauze. Ach, guck mal hier. Das ist doch schon mal was. Wo war denn jetzt das Ding, wo ich die andere Mob in die Luft sprengen muss? Hat er ja darum gebeten. Da, da, genau. So. Fliege in die Luft. Points. Achso, guck mal. Da gehst du sogar rein. Mega. Den Ball ist aber ein bisschen schneller unterwegs, deswegen. Den Weg frei machen. Ist das so ein Amulett vielleicht hier irgendwo? Hm? Wie viele Aufgaben hier drin zu machen sind? Leck mich am Arsch. Okay. Heide Witzke. Da ist aber nichts mehr. Die Uhr tickt, Remi. Schnell hol den Kuchen. Ja, 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 ja. Bleib cool. Tong, tong, tong. Ich hoffe, wir hätten den ersten Versuch sowieso nicht schaffen. Deswegen habe ich da gar keine Illusion. So, aber eine Teilaufgabe habe ich ja geschafft, ne? Da muss ich auch über die kleinen Sachen freuen. Aber gerade da in der Küche, ne, wenn ich dann nach oben muss, das ist mal so ein bisschen blöd. Den Kuchen in eine Schachtel ziehen. Alter! Geht da drauf! Arsch. Gucken wir noch hinten rum. Warum auch nicht? Aber guck mal, hat doch schon mal funktioniert. Verlassen sich darauf, dass du den Kuchen besorgst. Der geht mir echt auf den Sack, muss ich ja sagen, ne? So, die Frage ist nur, was ist das hier für eine Stelle? So. 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 Wofür ist das hier da? Also, meiner Ansicht nach muss das ja auch irgendeinen Grund haben, ne? Ich kann die Wurst hochklettern, das gefällt mir. Ach so, das ist schon mal für den Ball bringen, okay. Amulett, nein. Großartig! Haben wir was gesehen? Nein, ich glaube nicht. Beeil dich! Alle verlassen sich darauf, dass du den Kuchen besorgst. So, den Ball hat er jetzt auch schon mal. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch,
Ecke. Vielleicht kann er mit irgendwas tun. Irgendwie runterkommen, ne? Am besten ohne, dass ich sterbe. Hier bin ich auch hochgekommen, ne? Das heißt, ich werde auch einen Weg finden, wie ich runterkomme. Oh, wir nehmen den langen Weg. So. Hey! Liga Bimba. Okay. Jetzt haben wir noch die, ich glaube, das ist doch die Alarmanlage, die wir jetzt, glaube ich, noch... Alter, der hat mich nicht berührt. Die wir ausstellen müssen. Die ist wahrscheinlich, alle ne? Da oben, ja. Darauf, dass du den Kuchen besorgst. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie ich da lang gekommen bin, um ehrlich zu sein. Ach so. Ich bin so dumm. Entschuldigung. Guck, man kann da hochklettern. Lächerlich. So, und... Willst du mich verarschen? Da komme ich gerade her. Hallo? Ich sehe leider nichts. Okay. Dann gehen wir halt nochmal rein. Was soll's, ne? So. Gehen wir mal hier entlang. Aufpassen. Foins. Foins. Foins? Ja, ist gut. Hol die Kuchen. So. Ach, das war gar nicht so kompliziert zu machen hier. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das einfach so mal so beim ersten Mal einfach so schaffen, ne? So, zack. Ach, wollte gerade sagen, sieht wieder nach einer Jagd aus, ne? Nach jedem Kapitelende, oder wenn ich ein Level geschafft habe, gibt es wohl offensichtlich immer eine Jagd. Aber schade, dass uns hier noch die vier Amulette fehlen. Aber egal, das ist mir wirklich egal. Wie gesagt, mir geht es jetzt hauptsächlich eigentlich eher um die Minispiele, die ich da erfüllen möchte. Und natürlich, klar, möglichst viele Amulette holen. Wenn ich da einen sehe, dass ich dann zumindest auch versuche, das zu holen. Aber hier... Ich weiß auch nicht, ob da jetzt innerhalb der Aufgaben vielleicht noch spezifisch irgendwo irgendwelche Amulette vielleicht noch zu finden wären. Oh, ist hier schon aus gut hier. Ui! Lauf so schnell du kannst und lass dich nicht von Skinner und den anderen Küchen erwischen. Okay. Ich gebe mir Mühe. Oh, ich mag die Physik-Engine von den... Hilfe! Nicht Muscheln, sondern von den Tomaten. Die nicht. Ach, leck mich doch am Arsch! Seifenlauge. Uah. So, wir gehen oben lang, ne? Alter! Was machst du damit? Ich mag die Mimik vom Remy. Warum brennt's hier? Wow, 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 wow. Also wirkt jetzt gerade noch ein bisschen komfortabler, muss ich sagen, als das, als die Verfolgung mit Linguini. Weil es hier keine blöden Blumentöpfe gibt, die vom Himmel fallen. Ja. Ach cool, dass es so durchs Regal führt, die Flucht. Was? Was? Warum? Das kann ich jetzt nicht erklären, warum ich da jetzt gestorben bin, um ehrlich zu sein. Ich habe gerade noch gelobt, wie cool das ist, dass die Flucht durchs Regal führt, ne? Aber irgendwie bin ich gerade aus irgendwelchen Gründen gestorben, die ich nicht erklären kann. Wow, wow, wow. Ah! Wir kochten hier Säure. Nicht einfach ein großer Küchenchef. Wäre ja auch geil, dass ihr mir jetzt gerade in der linearen. In der linearsten
Stelle des Spiels sagt, hör mal, du kannst auch andere Wege nehmen, ne? Um dein Ziel zu erreichen, dieses Springen, ne? In dem Spiel macht mich mal langsam, manchmal echt. Es ist nicht einfach. Warum denn schon wieder da? Los, weiter. Ja, die Flucht will ich heute auf jeden Fall noch machen. Komm, ey. Haben wir einen schön sauberen Schnitt für die Aufgabe, für die Aufnahme morgen. So. Mal hier rum. Das war's. Wupp, 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 wupp. Das Böse ist halt, man sieht halt auch nicht, was vor einem liegt, ne? Ja, und da ist immer der Spawn. Das ist echt nervig. Also ich meine, es ist schon besser, als würde ich das dann jetzt wieder komplett von vorne beginnen müssen. Definitiv. Also ist ja auch Trial and Error, ne? Muss man ja auch so sagen. Das ist jetzt nicht so wie bei Crash, dass man dann irgendwie gut reagieren kann oder eine gute Sprungsteuerung hat. Und wirklich reagieren kann auf das, was man sieht. Aber man weiß halt nicht, soll ich lieber Doppelsprung machen, soll ich einen einfachen Sprung machen? Wie ist die Kollisionsabfrage? Nächstes Mal. Schwämme! Jetzt wurde ich auch wie von irgendwas nach vorne geknallt. Also die Flugsequenzen, inszenatorisch. Klar, Highlight, ne? Also haben die sich schon was bei gedacht, die Entwickler. Alter! Aber vom Gameplay her das Schlimmste, echt. Alle drei, wie es sie gab. Erstmal gegen die Oma, dann gegen die Linguini und jetzt hier gegen Skinner. Mir entkommst du nicht. Also ich habe zumindest nicht das Gefühl, es unter Kontrolle zu haben. Klar, ich steuere die Maus und so, ne? Aber so mit dem Springen und wann er jetzt weiterläuft und perspektivisch und alles, ne? Durchwachsen. Aber klar, auch wegen der Kameraführung, die das Spiel natürlich so beabsichtigt hat. So, fupp. Gleich kommen die Schwämme. Ihr seht das, was ich meine mit der Kamera, ne? Weil die beschleunigt manchmal so grundlos. Okay, aber hier haben wir einen neuen Speicherpunkt. Ich habe leider keine Zeit, mir die Umgebung anzugucken, wo man bestimmt vielleicht auch das ein oder andere lustige Detail erkennt. Von wo greifen die Köche überall hin? Ah, Flaschen drehen. Schießen die jetzt auf mich? Ah, mach den Wagen da weg. Das ist doch viel zu schade, das ganze Essen hier. Echt. Brot sah voll lecker aus. Schön rustikal. Jawohl. Um Schnurrhaaresbreite geschafft. Und nochmal Gesundheit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So möchte ich es haben. Also, sind wir auch mit der Küche jetzt komplett fertig, so wie es aussieht. Außer, klar, 4 Amulette, aber... Nee, die werde ich jetzt nicht nochmal suchen, nein. Keine Ahnung, wo die sind. Aber schau mal, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal einen neuen Bereich für die Kanalisation. Und wir haben fast die maximale Energie erreicht. Also, ein 1.4 ist natürlich noch, klar. Weil wir haben ja noch 2 Welten vor uns. Und ich schätze, mit dem Abschluss der letzten Welt ist das Spiel einfach vorbei. Ja, aber nice. Das heißt, da können wir dann morgen bei der nächsten Aufnahme uns erstmal nochmal ein bisschen weiter in der Kanalisation umschauen. Weil wir kommen jetzt hoch. Eine Etage höher. Und da können wir auch vielleicht ganz kurz mal so einen kleinen Blick mal drauf werfen, ne? So, wupp. Ah, guck mal, da kriegen wir richtig viele sogar Amulette. 5. Apfel. Nee. Kommt da noch nicht hin? Hey Junge, komm her! Nein, das schaffen wir nicht, schade. Oh, aber wir kommen hier mit vielleicht woanders hin. Guck ich mir morgen nochmal genauer an. Jo, wie habe ich das mal nochmal gemacht? Ich glaube, Spiel beenden, ne? Weil ich will ja immer meine Prozente mal kontrollieren. Wir hatten bei der vorletzten Aufnahme, glaube ich, 19%.
Bei der letzten Aufnahme zum Ende hatten wir 39%. Da haben wir innerhalb von einer Aufnahme 20% geholt. Das haben wir hier jetzt, glaube ich, nicht geschafft, weil wir haben von der Story her, glaube ich, nur 2 Aufgaben erfüllt. Und sonst... Waren das 2 Aufgaben? Doch, in der Küche waren wir, glaube ich, fertig, oder? Oder waren es 3 Aufgaben? Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass wir jetzt auch diesmal 20% geholt haben, sondern 10%. Immerhin, ne? Aber gut, klar, die Minispiele sind auf jeden Fall weg. Also knapp die Hälfte haben wir jetzt vom Spiel gesehen. Wie gesagt, auch wie bei Wolfenstein. Ob ich die 100% hier sehe, weiß ich nicht. Ob die Medaillen damit reinziehen oder nicht, weil da werde ich nicht alle holen. Aber wie gesagt, Minispiele und Zutaten würde ich schon sehr, sehr gerne alle holen. Und ja, geht dann morgen schon direkt weiter, ne? Mit dem Erkunden erstmal der Kanalisation und ja, dem nächsten Level, den wir da schon offensichtlich begehen können. Es ist das lilane Amulett, wo ich dachte, das wäre vielleicht der Bauernhof oder war es das Ahornblatt? Ich weiß es nicht. Werden wir morgen auf jeden Fall sehen. Ich glaube, es war das Ahornblatt am Bauernhof. Gut, ja, danke auf jeden Fall fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Aufnahme hat euch gefallen. Ich hoffe, die können wir im Spiel jetzt auch noch nach, ich schätze mal, 19, 20 Parts was anfangen. Keine Ahnung, wo wir jetzt gerade sind. Hälfte haben wir auf jeden Fall geschafft, ungefähr. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die zweite Hälfte. Also, ne, dann euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen was auch immer. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.